So, liebe Freunde, wir sind zurück hier bei der Pate. Oh, war das eine schöne Taufe. Zwar etwas stressig, aber wir haben sie hinter uns. Sie sind alle wieder auf dem Anwesen. Du solltest auch hinfahren. Sofort. Sofort, sagt der heilige Scheiße, sofort. Schöner Tag. Ich hab doch gar keine Zeit für so Sachen. Alter Schwede. So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Einen Moment. So, jetzt muss ich ganz kurz. Oh, X2 hat sich auch mal wieder zurückgemeldet. Ganz kurz. So, also, gut. Ja, wir wollten weiter zocken. Und zwar ans Anwesen sollen wir zurück. Tut mir leid, ich brauche Ihr Auto. Raus, verdammt nochmal! Komm jetzt! Raus aus dem Auto! Einsteigen? Okay. Muss ich tausendmal den Leuten sagen, dass sie aus dem Auto sich verpissen sollen. So, dann fahren wir mal zum Anwesen. Ah, oh, ist schön, dass uns hier schon alles gehört, so. Ich glaube, wir sind falsch, wir müssen oben rum. Ich habe nur gerade einen Kommentar im YouTube gelesen, deswegen habe ich gerade nicht. Oh Mann, es gibt schon so Vögel. Karte. Ja, doch, wir wären richtig gewesen. Heilige Scheiße. Verdammt. So, zum Anwesen, den Weg, den kennen wir jetzt langsam. Aber wisst ihr was? Es wird Zeit, dass ich Don werde. Don Rufnex. Es wird mal wirklich Zeit jetzt hier. Jetzt hätte ich ganz schnell hinsputen. Ich finde die Geschichte einfach genial. Und jetzt schauen wir mal, wer hier noch was zu sagen hat für uns. Was es gibt für noch. Ah, Hilfe! Don Corleone. Mein Pate. So, Glückwunsch, Sie wurden zum Capo Decina, wie heißt es? Decina. Decina befördert. Das bedeutet, wir bekommen mehr Respekt und Auszahlung ist natürlich auch höher. Und ich bin mal gespannt, was dann für ein Rand kommt. So, okay. Leertaste drücken, um fortzufahren. Und wir sind einen Rang, wow, leck mich am Arsch, ey, wir sind noch gestiegen. Fähigkeiten und Waffen. So, 3 Punkte. Holy, holy, holy. Wir machen das auf Schießen, würde ich jetzt mal sagen. Schießen ist sehr gut. Verbessern. Höhere Zielgeschwindigkeit, Upgrade 3, plus 75%. Höhere Zielpräzision, Upgrade plus 50%. Ah, halt, ich wollte noch Kampf. Kampf auch nur wichtig. Verbessern.
und Tempo. Oh, das hat was mit dem Nachladen zu tun. Angriffs- und Bewegungstempo Upgrade 2 plus 25%. So, perfekt. Ich denke mal, so kommen wir zurecht. Was hast wenn du zu sagen? Wenn du eine Familie erledigen willst, musst du in ihr Hauptquartier. Das schaffst du aber nur, wenn du bis an die Zähne bewaffnet bist. Schieß dir den Weg durch die Straßensperren frei und dring in ihre Festung ein. Dann deponierst du in beiden Gebäuden eine Bombe und bumm. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Alle vier Familien soll ich in die Luft jagen. Ach du Scheiße, ist das jetzt Hauptaufgabe oder Nebenquest? Das ist Hauptaufgabe. Ach du Scheiße. Ja, wir können es ja mal versuchen. Wir können ja mal mit einer Familie anfangen. So. Ich fahre jetzt einfach mal hin. Ey, das ist ein bisschen heftig, oder? Ah, Verkehr ist einfach zu viel hier. Heilige Scheiße. Geh doch mal weg jetzt da. So, ich fahre jetzt einfach mal den oberen Punkt an. Wie ist denn das, wenn ich dann das Hauptquartier angezündet habe, kriege ich dann alles von denen, oder wie? Soll ich sein, dass ich jetzt komplett die ganze Familie auslöschen muss, oder? Meint ihr, dann werde ich Don? Hey, dann werde ich vielleicht Don. Hey, das wäre ja super. So. Bleib bloß weg von mir. Aha. Aha, aha, aha. Ah! Hey, es ist dunkel. Dann war es mal in dem Spiel dunkel. War es mal dunkel hier? Mann, Mann, Mann. Ich schau auf den Typ, ne? Auf die Karte. Und, ja. Fahr. Und fahr ihm voll drauf. Weil ich zu doof bin, richtig zu gucken. Ich könnte vielleicht mal ein bisschen mehr rufen. Mit linker Maustaste kann man mich rufen. So, bin ich denn richtig jetzt hier? Karte. Einmal bitte die Karte. Ah, hier ist Hauptquartier. Und was passiert dann, wenn ich so die Familie ausgelöscht habe? Bekomme ich dann alle ihre Geschäfte? Das wollen wir jetzt mal testen. Wir haben uns schon zu. Die wollen einfach nicht, dass ich komme. Dass ich komme. Jetzt wir hier rein mit Pauken und Trompeten. Aussteigen und weg. Weg hier. Bücken. Knall ab. Verdammt. So. Okay, erstmal räumen wir auf der Straße ein bisschen auf. Oh, da ist ja auch noch einer. Hey, die leben ja noch. So, jetzt aber. Jetzt reicht's aber hier. Ich bin zwar nicht bis an die Zähne bewaffnet, aber wir haben einen Bandenkrieg. So. Das wird aber nicht angezeigt, gegen wen. Ah, doch jetzt. T. Gegen die Tagias. Tagias. Tatalgias. So, erstmal alles einsammeln. Oh, schön viel Waffen für mich, für den Don. Das ist prima. Muss ich jetzt den Oberdon töten? Oder wie funktioniert das jetzt? So, ich stecke mal kurz die Waffe weg. Das ist das Anwesen der Familie, oder? Bin ich jetzt hier richtig? Aha. So, erstmal hier eine verpasst. Oh, da hat jemand geschossen. Aha, da hinten. Ich hätte vielleicht mal viel früher anfangen sollen.
die ganzen Familien auszurotten. Ja, das... Komm mal hoch! So, hab ich ihn? Verdammt. Verdammt, da hinten ist noch einer. Aber zum Glück haben wir alles schon so hochgesetzt. Sonst wären wir jetzt wahrscheinlich voll am Arsch. So. Komm. Hab ich ihn? So. Stirb jetzt. Ah, er trifft mich. So, jetzt habe ich ihn. Ah, wir haben noch einen Baseballschläger, wenn wir keine Munition mehr haben. Schön. Alles leer? Wow. Das ist ja prima. Wieso habe ich denn die ganze scheiß Munition eingesammelt vorhin? Wir haben noch Molotow-Cocktails. Wow. Das ist prima. Müssen wir halt das benutzen. Okay. Da ist ja nochmal einer. So, explodier, komm. Los. Okay. Und den nächsten. So, jetzt haben wir wieder Munition, oder? Nicht wirklich. Nicht wirklich viel. No! Wow, wir haben Baseballschläger. Verdammt, ich glaube, ich hätte mich besser ausrüsten sollen. Ah! No! Ich muss mich mit dir prügeln. Meine Fresse, Alter. Oh Mann, und ich treffe ihn. Okay. Ich glaube, das kann ich eigentlich vergessen hier, was ich hier vorhab. Da bin ich einfach noch etwas zu schlecht. Ich habe zwar keine Zulassung, aber ich kann. Jetzt kriege ich auch noch eine Nachricht hier. Doch nicht bei der Gesundheitsbehörde, oder? Holy, Alter. Vergessen Sie es. Wieso werde ich immer gestresst beim Spielen, verdammt? Oh Mann. Wisst ihr, da klingelt das Handy, dann klingelt das Haustelefon. Jetzt klingelt der Anrufbeantworter. Ich mache eigentlich immer alles aus. Jetzt habe ich wieder alles vergessen auszumachen. Dann klingelt wieder alles auf einmal. Und ich habe hier nur Theater und Stress, Mann. Scheiß Real Life. Ich hasse Real Life. Vor allem beim Zocken. Verdammt, jetzt müssen wir uns erstmal mit Waffen wieder eindecken. Ich habe jetzt total hier voll den Stress, weil es schon das Handy klingelt. Wir sehen uns gleich wieder. Verdammt, die Scheiße nochmal. Ciao.